Was machst du? Natürlich steckst du da Kopf über. Ey, Andreas, hör auf. Was machst du? Sag mal, ich verstehe dich nicht, du Schwuchtel. Was machst du? Ich lasse Ilke in Ruhe. Ich lasse Ilke in Ruhe. Ich rede mit dir. Ich aber nicht mit dir. Dann hör mir Felix zu, wenn ich mit dir rede. Du willst mich erpressen? Hm? Verrechne dich da mal nicht. Wenn du dieses Kind kriegst, dann wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Nicht vor der Geburt und nicht danach. Hast du das verstanden? Du das begriffen hast. Du glaubst, du kannst mir Angst machen? Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Die Zeiten sind vorbei. Verschwinde! Oder was? Wirst du mir wieder deinen Beschützer auf den Hals setzen? Glaubst du, ich habe Angst vor den Schwulen? Andreas hat dich so zugerichtet. Das wird irgendwann mal verdammt leid tun. Darauf kannst du dich verlassen. Hau einfach ab und lass uns endlich in Ruhe. Hör zu. Entweder du verschwindest oder ich rufe jetzt den Wachdienst an. Schon gut. Schon gut. Aber wir sehen uns wieder. Julia. Genau, aus der Designabteilung. Der Vorschuss wurde gestern beantragt. Ich wollte nur fragen, ob das Geld vielleicht schon überwiesen wurde. Sie haben gar keine Anforderung bekommen? Könnte die vielleicht noch bei... Nein, ich will Ihnen natürlich nichts unterstellen. Kein Problem. Dankeschön. Wiederhören. Frederik hat den Vorschuss nicht mehr beantragt. Er ist also doch sauer. Aber ich kann das Geld von ihm privat nicht annehmen. So weit ist unsere Beziehung nicht. Noch nicht. Aber ich brauche das Geld. Sonst ist die Münzsammlung von Tobias für immer verloren. Ich muss mit Frederik reden. Vielleicht hat er ja einfach vergessen, den Vorschuss anzufordern. Du machst mich total nervös. Kannst du nicht einfach deinen freien Vormittag mal genießen? Wenn die Firma mitbekommt, dass die Berufsschule zu ist wegen der Lehrerkonferenz, dann brennt die Luft. Das mag eine herbe Enttäuschung für dich sein, aber glaub mir, in der Firma interessiert das keine Sau. Willst mitzocken? Hast du nicht gesagt, dass du eine Woche lang nicht spielen willst zusammen mit Lilly? Ja, und? Hä? Spiel ich zusammen mit Lilly? Nein, außerdem muss ich es nicht erfahren. Sag mal, bist du deswegen so drauf? Oder immer noch wegen... Ich hoffe, dass unsere Online-Recherche meine Mutter überzeugt hat, dass dieses Jobangebot totaler Schrott ist. Vertreterin für Vitaminpräparate. Also ich finde, wir waren ziemlich überzeugend. Schließlich ist deine Mutter nicht blöd, auch wenn sie so einen Sohn wie dich hat. Hast du eine Ahnung, wie lange deine Mutter noch hierbleiben will? Keine Ahnung. Jetzt mal ganz im Ernst.
Es muss ziemlich herbe sein, in dem Alter ein komplett neues Leben anzufangen. Davon abgesehen kommt sie von dem Typen, bei allem Respekt, dein Vater ist ein Dummkopf, ganz sicher nicht so schnell los, wenn er sie 20 Jahre lang unterdrückt hat. Also, mein Vater ist nicht so ein Tyrann. Das meinst du, kannst du als Sohn einschätzen, dem der Vater immer was vormacht, so Mensch. Mensch, wir beide Männer, wir gehören doch zusammen, du. Sowas hat er nie gemacht. Ja, nicht mal das? Er ist nicht so. Er ist wie andere Väter auch. Nie da, wenn man sie braucht. Wenn doch, dann machen sie einem was vor, spielen einen Kumpel, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe kein Problem damit, dass deine Mutter so lange hier bleibt, bis sie alles für sich geklärt hat. Das kann nach 20 Jahren doch nicht alles vorbei sein, einfach so. Willkommen in der Wirklichkeit. Leute trennen sich, Leute lassen sich sogar scheiden. Ja, aber nicht meine Mutter. Also, nicht so einfach. Jetzt hat sie schon wieder verloren. Du jammerst hier rum wegen diesem blöden Computerspiel und meine Mutter hat eine echte Krise. Im Ernst? Vielleicht ist das genau das. Ja, genau. Ich muss ihr helfen. Ich weiß nicht wie. Geh hin, red mit ihr. Noch besser, zuhören. Bist du eigentlich Jörg noch mal begegnet? Wie meinst du das? Naja, seit er das letzte Mal hier war. Tja, lass mich überlegen. Du hast dich mit ihm geprügelt, stimmt's? Ja, aber das war nichts weiter. Das war nichts weiter? Hör mal, du hast dich mit Jörg geprügelt, mit Jörg Schwarz. Ja und? Was ja und? Nimm das nicht so auf die leichte Schulter. Der wird sich noch rächen an dir. Denk an Markus. Tja, und wenn schon? Dann hätte ich einen ziemlich guten Grund, mich nochmal mit ihm zu unterhalten, oder nicht? Für mich hat sich noch nie jemand geprügelt. Und wie fühlt sich das an? Ganz gut. Zumal ich mich in letzter Zeit öfter mal allein gefühlt habe. Ich weiß. Aber das bist du nicht. Oh. Zumal man dich schon gar nicht allein lassen kann. Ja, wirklich, Dr. Lonnemann. Ich brauche die Hormone ganz bestimmt nicht mehr. Werfen Sie das Rezept einfach weg. Genau. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Marie, du willst die Hormontherapie absetzen? Annabelle, hast du etwa gelauscht? Ich brauche sie nicht mehr. Dann bist du also wirklich schwanger. Na, endlich. Noch eine Enttäuschung wäre für Daniel gerade jetzt schwer zu verkraften gewesen. Wann hast du denn den Test gemacht? Welchen Test? Na, den Schwangerschaftstest. Ich brauche keinen Test. Marie, natürlich brauchst du den. Wie willst du denn sonst? Ich weiß, dass ich schwanger bin. Ich spüre das einfach. Das reicht mir. Aber das ist doch nicht so schlimm, den zu machen. Nein, aber was soll er denn noch bringen? Gewissheit. Die habe ich längst. Ich weiß, dass ich schwanger bin. Was will ich denn mit? Was machst du da? Ach, Kolja, ich gehe zurück. Ist doch Schwachsinn, einfach wegzulaufen. Du hast uns zugehört. Ja, ich wollte gerade zu euch rein. Aber Tim hat völlig recht. In meinem Alter, da fängst du nicht einfach noch mal so ein neues Leben an. Ach, Tim hat doch keine Ahnung. Lieb von dir, dass du mich trösten willst. Ich will dich nicht trösten. Ich will, dass du keine unüberlegten Entscheidungen triffst. Unüberlegt war es vielleicht, einfach wegzulaufen. Schau mal, Papa und ich, wir haben so viel gemeinsam erlebt. Es kann doch nicht einfach vorbei sein. Heißt das, du liebst Papa noch? Naja, 20 Jahre. Kannst du doch nicht einfach ausradieren. Wir hatten auch gute Zeiten. Ich kann ihn mir gar nicht mit einer anderen Frau vorstellen. Und ich will's nicht. Ja, aber dann kannst du doch nicht zurück. Ach, Kolja, wenn es so einfach wäre. Uns verbindet so viel. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann
merkt Papa wahrscheinlich gar nichts. Ja, weil er mit seiner neuen Freundin im Urlaub ist. Und jetzt willst du einfach so wieder nach Hause zurück, ja? Einfach so. Denk doch wenigstens noch mal darüber nach, Mama. Du bist lieb. Guck mal, Tim störst du nicht und Lilly und Charlotte sowieso nicht. Meinst du? Das meine ich nicht nur, das weiß ich. Diese Figurinen hat die Manufaktur in den 50er Jahren aufgelegt. Mit ziemlichem Erfolg sogar. Aber die Produktion wurde dann trotzdem sehr schnell wieder eingestellt. Und warum? Naja, die ursprünglichen Entwürfe stammen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Irgendeine Urenkelin hatte dann wohl Ansprüche angemeldet. Ah ja, ich erinnere mich, mein Vater hat erzählt, da gab es sogar einen Prozess. Ihr habt sogar gewonnen. Und trotzdem wurden die Figurinen nie wieder aufgelegt. Wahrscheinlich hatte niemand mehr Lust nach all den Aufregungen. Ja, und du meinst, dass... Klassizistisches Porzellandesign ist praktisch ein Dauerbrenner. Mhm. Und diese Entwürfe haben zudem noch eine sehr individuelle Handschrift. Das stimmt. Schau dir mal das Gesicht an. Ja, wir könnten uns auf die Weise bei den Sammlern wieder mal deutlicher positionieren. Ich weiß, es wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber... Solange es kein Zuschussgeschäft wird? Nicht, wenn wir es im großen Stil aufziehen. Wir müssen uns ganz bewusst an die Sammler wenden... Die auch mal bereit sind, für ein exklusives Sammlerstück tief in die Tasche zu greifen. Ganz genau. Und wenn wir dann noch die ursprünglichen Formen benutzen können, dann... Könnten wir richtig Umsatz machen. Genau. Das klingt gut. Sag mal, hat das mit deinem Vorschuss geklappt? Darüber wollte ich auch gerne noch mit dir sprechen. Wie? Das Geld ist nicht auf deinem Konto? Hat das die Buchhaltung verschlafen? Die Buchhaltung hat gar keine Anforderung bekommen. Wie? Ich habe doch das Geld... Das kannst du gar nicht geben. Ich dachte schon... Ich sei gekränkt, weil du das Geld von mir nicht annehmen wolltest? Nein, das habe ich verstanden, keine Sorge. Trotzdem ist irgendwas schiefgegangen. Das ist halb so schlimm. Das sehe ich nicht so. Und du brauchst das Geld dringend. Wir haben darüber gesprochen, dann habe ich die Anweisung geschrieben und an Silke weitergeleitet. Und kurz danach ist sie umgekippt. Dann ist der Zettel sicher liegen geblieben. Das glaube ich nicht. Lass mich das bitte klären. Kann ich dir später Bescheid geben? Ja, natürlich. Ich muss den Pfandschein bis zum Abend einlösen, aber ich denke, ich kann die Frist telefonisch verlängern. Du solltest kein Risiko eingehen. Sonst sind die Münzen dann doch weg. Nein, nein, ich rufe gleich an. Außerdem gehört es doch zum Leben, dass man ab und zu auch ein Risiko eingeht, oder? Aha. Du bist dazu bereit? Vielleicht, wenn es sich lohnt. Aber du bist dir noch nicht sicher, ob es sich lohnt. Das versuche ich ja gerade rauszufinden. Ein sehr guter Ansatz. Jetzt überlegt sie sich, ob sie nicht doch wieder zurück nach Hause soll. Was? Das musst du ihr unbedingt ausreden. Ja, das habe ich schon versucht. Also ich kann deine Mutter verstehen. Du machst nach so einer langen Zeit nicht einfach einen Schlussstrich. Koyas Vater scheint das auch nicht sonderlich zu stören. Fährt mal eben mit seiner Freundin in Urlaub. Deine Mutter lässt er hier einfach sitzen. Ja, ich weiß, das war total daneben. Aber weißt du, du hättest meine Mutter gerade eben sehen sollen. Da ist noch was zwischen ihr und meinem Vater. Ganz ehrlich, wenn mir das passieren würde, ich würde den Typen sofort vor die Tür setzen. Ganz sicher, auch nach 20 Jahren? Ja, gerade dann. Ich meine, Koyas Mutter war jahrelang für ihn da. Hat quasi ihr ganzes Leben nach ihm ausgerichtet. Und dann lässt er sie einfach sitzen. Für eine Jüngere. Das passiert eben. Komisch, dass das meistens nur Männern passiert. Hey, Koya. Ich weiß, wie das ist. Das muss schlimm für dich sein, hm? Wisst ihr, am liebsten wünsche ich mir, dass meine Eltern das wieder auf die Reihe bekommen. Früher hat es doch auch funktioniert. Bist du dir da sicher? Ja, zumindest habe ich nichts mitbekommen. Nico und ich, wir haben auch gedacht, dass alles in Ordnung ist. Und plötzlich haben Mama und Papa sich getrennt. Also, ich glaube, deine Mutter braucht einfach ein bisschen Abstand. Außerdem weiß sie selbst wahrscheinlich am besten, was für sie gut ist, oder? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich kann es nur wiederholen. Von mir aus kann sie gerne so lange hier wohnen, wie sie will. Danke. Ich gehe mal kurz vor die Tür. Bis später. Also ich finde,
Ohne absolute Ehrlichkeit und totales Vertrauen kann man nicht zusammenleben, oder? Nein, meinst du nicht, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss? Nee, finde ich nicht. Na gut, nicht jeder für sich selbst, aber jedes Paar. Ja, okay, vielleicht. Was machst du eigentlich mit der Spielkonsole? Willst du etwas spielen? Nein. Wir haben doch eine Vereinbarung. Ja, genau. Eine Woche lang nicht spielen. Eine Woche lang nicht spielen. Genau. Sicher weiß ich das. Ich habe die Auszahlungsanweisung weggeworfen. Du hast was? Ich kann doch nicht dulden, dass du deine Affären von Firmengeldern bestreitest. Du hast deine Anweisung von mir in den Müll geworfen? Wenn ich dich und uns damit vor einem großen Fehler bewahren kann, tue ich selbst das. Okay. Um dich vor einem großen Fehler zu bewahren in Zukunft, halte dich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich müsste dich sonst eventuell vor die Tür setzen. Sieh mal eine an, wenn es deinem kleinen Betthäschen an den Kragen geht, wirst selbst du wach und willst mich feuern. Wenn es nicht anders geht? Dann erklär mir doch noch mal, dass der Vorschuss auch wirklich nur ein Vorschuss sein sollte. Ich erkläre dir gar nichts. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. So einfach wirst du mich aber nicht von meinem Platz vertreiben können. Schließlich gehören mir auch... Wenn du auf deine Firmenanteile anspielst, die geben dir keinen Anspruch auf einen Job hier in der Manufaktur. Über Einstellungen und Entlassungen entscheidet die Firmenleitung. Genauso wie der Lohn- und Gehaltszahlungen. Grafenberg hier. Bereiten Sie bitte eine Barauszahlung in Höhe von 2000 Euro für Julia Schilling vor. Wann liegt das Geld bereit? Sehr gut. Ja, schicke ich Ihnen sofort rüber. Und du vergiss bitte nicht, dass die Firmenleitung durch die Eigentümer eingesetzt und auch wieder abberufen werden kann. Noch gehören dir nicht die meisten Anteile. Papa, ihr seid doch eigentlich immer ziemlich gut miteinander ausgekommen, oder? Also, bis vor kurzem. Conny, es tut mir leid. Aber zwischen Papa und mir, das läuft schon lange nicht mehr. Ja, aber warum habt ihr nie mit mir darüber geredet? Ich denke bloß nicht, dass das so einfach ist. Ich glaube, ich habe mir auch ganz schön lange was vorgemacht. Und immerhin, darüber reden bedeutet doch auch, eine Niederlage eingestehen, oder? Wieso Niederlage? Ich empfinde das schon als Niederlage oder als Versagen, dass unsere Beziehung nicht mehr funktioniert. Seit wann wusstest du denn Bescheid? Das erste Mal habe ich gemerkt, dass Papa eine Freundin hat, als wir in das neue Haus eingezogen sind. Da bin ich gerade eingeschult worden. Ja. Und ich denke, dass es ein Fehler war, dass ich nicht spätestens da angefangen habe zu arbeiten. Ich hätte doch merken müssen, dass Papa fremd geht. So diskret war er schon, jedenfalls am Anfang. Außerdem, wenn ich gemerkt hätte, dass du darunter leidest, hätte ich sofort was unternommen. Aber ihr seid doch nicht meinetwegen zusammengeblieben, oder? Kolja, nein. Schau mal, Papa und ich, wir hatten auch gute Zeiten miteinander. Denk doch nur mal an unsere Familienurlaube. Papa hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich meine, er war sehr aufmerksam, sehr liebevoll. Wir sind ihm nicht egal. Wir waren ihm nicht egal. Mama. Seitdem du aus dem Haus bist, ist alles viel schlimmer geworden. Jetzt gibt er sich gar keine Mühe mehr. Der Höhepunkt unseres letzten Hochzeitstages war eine gemeinsame Fahrt durch die Autowaschanlage. Oh Mann. Weil er, ich dann später erfahren habe, natürlich nicht mehr im schmutzigen Auto bei seiner Freundin vorfahren wollte. Ihr kommt nicht mehr zusammen, oder? Nein. Nein. Jedenfalls nicht, wenn ich es irgendwie alleine schaffen kann. Aber ich hoffe, du weißt, dass du dich immer auf mich verlassen kannst. Alles geregelt.
Dein Vorschuss liegt in der Buchhaltung bereits. Du kannst ihn jederzeit abholen. Danke, Frederik. Das ist wirklich... Das ist selbstverständlich. Es tut mir leid, dass es diese kleine Irritation, Verzögerung gegeben hat. Hast du noch genug Zeit? Bist du lieber gleich los? Nein, ich habe angerufen. Ich kann die Sammlung auch morgen noch auslösen. Okay. Hast du eigentlich inzwischen mal was von deiner Mutter gehört? Nein, aber ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Nachricht. Keine Nachricht. Wenn es ihr wirklich schlecht gehen würde, hätte ich sicher schon längst was gehört. Wenn ich irgendwas tun kann. Danke. Aber ich war in der Zwischenzeit auch nicht faul. Mhm. Es gab offensichtlich noch eine zweite Ausgabe der Figurinen. Ja? Hier. Auch nicht schlecht. Nicht ganz so erfolgreich war die Suche nach früheren Modellen und Brennformen. Diese alten Archivbücher haben ihr eigenes Ordnungsprinzip. Da steige ich einfach noch nicht durch. Ich kann kaum die Schrift lesen. Ach, das geht gerade nicht. Daniel hat sich eine Zeit lang damit beschäftigt, aber... Er hat mir gezeigt, wo die Bücher stehen, aber mehr eben auch nicht. Schade, dass er so mauert. Gemeinsam könnten wir wirklich was erreichen. Vielleicht solltest du ihm das einfach mal sagen. Ich habe es versucht. Aber er behauptet momentan sogar, dass ich falsche Geschäftsentscheidungen treffe aufgrund der Gefühle zu dir. So ein Unsinn. Ja, wem sagst du das? Mein Eindruck ist, dass er sich immer mehr von Annabel beeinflussen lässt. Was nicht gerade darauf hoffen lässt, dass sich seine Einstellung zu uns so bald ändern wird. Sicher nicht. Zusammen könnten wir so viel mehr schaffen. Ist einfach schade für uns und schade auch für ihn. Wieso? Wir haben doch noch über eine Stunde Zeit. Ja, aber wenn wir noch was essen wollen, dann müssen wir jetzt los. Wenn ihr wollt, ich kann euch was machen. Nudeln und Tomatensauce? Oh, wenn das keine Umstände macht? Na, gar nicht. Bei der Gelegenheit kann ich euch gleich was fragen. Würde es euch was ausmachen, wenn ich noch ein paar Tage bleibe? Wenigstens, bis ich was Eigenes gefunden habe. Frau Hertel, von mir aus können Sie gerne so lange bleiben, wie Sie wollen. Sie ist doch genauso, oder? Das sagst du so einfach. Ist ja nicht deine Mutter. Natürlich kannst du bleiben. Danke. Das heißt, Sie wollen sich jetzt wirklich trennen, ha? Huh? Ja, das nutzt ja nichts. Ich muss es versuchen. So kann es auch nicht weitergehen. Habt ihr keine Käsereibe? Wir haben ja nicht mal Käse. Ich finde das jedenfalls gut. Ich meine, das ist eine Entscheidung, noch mal ganz neu anzufangen. Da muss ich jetzt durch. Und wie wird das mit dem Geld? Ich kann mir schwer vorstellen, dass du an Papas Konto rankommst. Das ist das Nächste, was ich jetzt klären muss. Muss ich mit Papa drüber reden? Das nach dieser Pleite mit diesem Vertreterjob. Also ich denke mal, dass da Ihr Mann ganz eindeutig in der Pflicht steht, oder? Also wenn Sie irgendwie Hilfe brauchen... So weit kommt's noch, dass ich mir von euch Geld borge. Nein, nein, vielen Dank. Das schaffe ich schon. Kolja, kannst du mal den Tisch abräumen? Eine Familientafel, die du da deckst. Hm? Die sind sowieso selten geworden bei den Grafenbergs. Und enden immer öfter im Streit. Na, vielleicht ändert sich das ja heute, wenn sich alle am Grab von Philipp versammeln. Schön wär's ja. Hm? Aber für manche Grafenbergs würde ich trotzdem nicht mehr decken. Annabel, hm? Immer noch. Hm? Ich muss mir doch nicht alles bieten lassen. Mal sehen, wie lange du das noch durchhältst. Tobias, du bist doch nicht hergekommen, um mir beim Tischdecken zuzusehen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Julia. Ich will sie zu nichts drängen, aber... Du willst doch wissen, ob du ihr Vater bist. Ja. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt jetzt. Wo gerade ihre Mutter weggegangen ist. Hast du mal darüber nachgedacht, welche Konsequenzen solch ein Vaterschaftstest haben könnte? Du hast mir gerade doch noch vor kurzem empfohlen, ihn auf jeden Fall machen zu lassen. Also wenn bei diesem Test herauskommt, dass du ihr Vater bist. Ja, dann ändert sich überhaupt nichts. Im Grunde bin ich mir sowieso schon ziemlich sicher. Ja, und wenn du es nicht bist? Dann verliert Julia die einzigen Verwandten, die sie im Moment hat. Wieso denn? Julia ist doch kein kleines Mädchen mehr. Sie braucht doch keine schriftliche Bestätigung. Aber du? Mir ist Julia längst sehr nah.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das war, bevor sie aufgetaucht ist. Und wozu brauchst du dann den Test? Sie sagen dem Doktor ganz bestimmt Bescheid? Ja, genau. Er kann mich den ganzen Tag erreichen unter der Nummer, die ich Ihnen gegeben habe. Vielen Dank. Ist alles in Ordnung? Ja, ist alles gut. Ich dachte nur, weil du gerade mit dem Arzt telefoniert hast, oder? Ja, ich wollte ihn was fragen, ob ich, also, was für Sportarten ich machen kann während der Schwangerschaft. Ach so. Also eigentlich gibt's keine Einschränkungen. Hast du eigentlich schon von Andreas neuer Heldentat gehört? Nein. Er hat sich geprügelt mit Jörg. Nein. Ja, er hat ihn verprügelt. Es ist unglaublich. Ehrlich. Wegen Markus? Ja, auch, aber auch meinetwegen. Also eigentlich kann ich das nicht gutheißen, aber in Jörgs Fall tut's mir gar nicht leid. Der hat die Prügel sowas von verdient. Ja, aber nicht zu knapp. Ich hoffe nur, er rächt sich jetzt nicht auf andere Art an Andreas. So wie ich Jörg kenne, ist er sehr nachtragend. Oh ja, das ist auch meine Sorge. Aber ich quatsch dich jetzt hier so voll. Kann ich irgendwas für dich tun? Wollen wir uns nicht kurz rübersetzen? Ich lade dich ein auf einen Kaffee oder einen Multivitaminsaft. Oh ja, sehr gerne. Ich suche Modelle oder Brennformen oder was auch immer es noch gibt von einer Figurinenreihe, die in den 50ern kurz produziert wurde. Ey, ich glaube, da fragst du am besten Daniel. Der kennt sich da besonders gut aus. Das sind doch auch bloß Spielereien, die nur Geld kosten und nichts einbringen. Da wir auf die bereits existierenden Vorlagen zurückgreifen könnten, würden sich die Herstellungskosten im Rahmen halten. Selbst wenn wir nicht die originalen Brennformen verwenden. Trotzdem, wir verzetteln uns mit so etwas total. Und außerdem, wer sollte solche Figuren überhaupt kaufen? Es gibt genügend wohlhabende Sammler, die auf so ein Angebot geradezu warten. Das glaubst du. Daniel hat völlig recht. Wir verzetteln uns. Wir müssen Großes angehen und die längst überfälligen Umstrukturierungen endlich vornehmen. Wenn du die von dir vorgeschlagenen Entlassungen meinst, sie sind vom Tisch. Ich bin mir mal ganz sicher, dass wir das Risiko breiter verteilen müssten. Es mag sein, dass du dir sicher bist, aber du verstehst nichts vom Geschäft. Genug, um dir als Chef noch einmal zu sagen, misch dich hier nicht ein, sonst... Sonst was? Willst du mich feuern? Warum nicht? Und jetzt wäre ich sehr froh, wenn du mein Büro verlassen würdest. Du bist hier nämlich wirklich nicht erforderlich. Das geht zu weit, Frederik. Das sehe ich nicht so. Ich schon. Du kannst Mutter nicht entlassen. Und du kannst sie nicht einfach vor die Tür setzen. Warum nicht? Weil sie unsere Marketingleiterin ist. Und weil du sonst ein großes Problem bekommst. Mit mir. Lass nur, Daniel. Auf dem Niveau deines Onkels will ich sowieso nicht weiterreden. Ich lasse euch beide allein. Ich bin dir sehr dankbar. Eine wunderbare Idee. Wir haben nicht wirklich wichtige Sachen zu besprechen. Jedenfalls kannst du froh sein, dass Koyas Mama jetzt doch bleiben wird. Ja, aber konnte ich ja nicht ahnen, dass sie gerade in dem Moment in der Tür steht. Ja, trotzdem. Nur weil du gesagt hast, dass es in ihrem Alter ganz schön schwer ist, ein neues Leben anzufangen, wäre sie beinahe zu ihrem Mann zurückgegangen. Ist schon irgendwie komisch, wie wenig man von seinen Eltern weiß. Naja, auf jeden Fall Glück gehabt, würde ich mal sagen. Damit ich in meinem Alter nicht auch ein komplett neues Leben anfangen muss, gehe ich mal lieber arbeiten. Ich habe noch was rausgefunden für Julia. Eine Telefonnummer von einem ehemaligen Modellmeister, der schon in Rente ist. Sag ich ja. Gut. Wer hat denn Glück gehabt eigentlich? Ach, meine Mutter hat sich entschieden, ein paar Tage, eine Weile bei uns einzuziehen. Ich bin überhaupt nicht gereizt. Ach ja. Und warum verweigerst du dich ständig der Zusammenarbeit? Ich verweigere mich nicht. Ich kann nur nicht bei Dingen mithelfen, die nicht gut sind für die Firma. Es ist deine Sicht, dass meine Vorschläge nicht gut sind. Nein. Es bestätigt sich immer mehr, dass deine Aktivitäten als Chef Falkenthal Porzellan nicht vorwärts bringen. Ganz im Gegenteil. Ah ja. Und Annabels Tabula Rasa Konzept, das bringt uns also vorwärts, ja? Und wie du mit meiner Mutter umspringst, bestätigt meine Einschätzung. Wie kommst du auf die Idee, unsere Marketingleiterin zu feuern? Gerade jetzt. Das will ich dir gerne erklären. Weil diese Marketingchefin mich am laufenden Band provoziert. Weil deine Mutter bei jeder Gelegenheit meine Arbeit boykottiert. Wer ist denn die Gefahr für die Firma? Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mir diesen Blödsinn anzuhören. Und wenn du noch einen Funken Familiensinn hast, dann weißt du, wo ich jetzt hingehe und was du zu tun hast. Ich weiß auch, dass heute Philipps Todestag ist.
Falkenthal Porzellan, Mertens. Ach gut, Herr Doktor, dass Sie mich zurückrufen. Ja, ich wollte Sie was fragen, neulich wegen der Anordnungen bezüglich der Schwangerschaft und so. Sie wissen schon. Können Sie mir da irgendwelche Aufbaupräparate verschreiben? Verstehe. Gut. Ja, danke. Ich habe Sie gefunden. Alles okay? Ich soll mich schonen, sagt der Arzt. Was heißt schonen? Nicht lange stehen, nicht schwer heben? Das müsste doch hinzukriegen sein, oder? Ja, das auch. Aber ich darf auch keinen Stress haben. Und er hat gesagt, ich soll nur noch halbtags arbeiten. Ansonsten könnte ich das Baby verlieren. Schön, dass du da bist. Du meinst, dass wir da sind? Ja, natürlich. Wie geht's euch beiden eigentlich? Sehr gut. Jetzt, wo du da bist, noch besser. Toni kann dich zwar nicht sehen. Noch nicht, aber du siehst einfach fantastisch aus. Ehrlich gesagt, ich fühle mich auch so. Die Schwangerschaft scheint dir wirklich gut zu tun. Vielleicht sollte es mir öfter so gut gehen. Warum nicht? Dich scheint die Schwangerschaft aber nicht die gleiche Wirkung zu haben. Ach, das ist nur vorübergehend. Das hat nichts mit euch beiden zu tun. Ärger in der Firma. Ach, Frederik. Er kann es einfach nicht lassen. Er entwickelt irgendwelche Projekte, die wir sowieso nicht verwirklichen können. Anstatt erstmal eine sichere Basis zu schaffen. Naja, vielleicht sieht er das ganz einfach anders. Mit Sicherheit tut er das. Und er blockt alles andere ab und lässt seinen Frust dann an meiner Mutter aus. Ach, er wird sich schon wieder beruhigen. Das ist für euch alle eine schwierige Phase im Moment. Warum nimmt er nicht den Rat von jemandem an, der länger in der Branche arbeitet und also mehr Erfahrung hat? Vielleicht stecken einfach zu viele Grafenbergsche Gene in ihm. Er ist stur und kann einfach nicht nachgeben. Du meinst also... Nein, gar nicht. Ich frage mich nur manchmal, was mit Toni da so auf uns zukommt. Bei der Erbmasse. Nein, im Ernst. Ich finde, ihr solltet euch wieder versöhnen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das will. Ich will einfach nicht abgeschoben werden auf so einen Halbtagsjob. Wieso denn abgeschoben? Ja, klar, abgeschoben. Ich meine, erst arbeitet man halbtags und dann bemerken die plötzlich, brauchen wir die überhaupt noch? Jetzt, wo sie nicht ordentlich arbeiten kann. Und dann, schwuppdiwupp, stehe ich ohne Job da. Aber doch nicht, wenn du schwanger bist. Die dürfen dich gar nicht kündigen. Naja, jetzt vielleicht noch nicht, aber später. Und dann bin ich alleinerziehende Mutter ohne Job. Also, wenn du dich nicht schonst, dann wirst du weder Alleinerziehende noch Mutter. Ich kann mir es einfach nicht leisten. Verstehst du? Nur halbtags arbeiten, das bringt nicht genug Geld. Und ich... Hast du mal geguckt, was Babyklamotten kosten? Aber deswegen darfst du trotzdem nicht deine Gesundheit gefährden. Ja. Hast ja recht. Aber mir fällt doch zu Hause auch die Decke auf den Kopf. Ich liebe meine Arbeit. Trotz Annabelle? Ja, trotz Annabelle. Du willst es dir ganz schön beweisen. Ist das so schlimm? Solange du damit deine Gesundheit nicht gefährdest? Und das Leben deines Kindes? Ich muss es versuchen. Aber es darf natürlich niemand... Von mir erfährt es keiner. Es sei denn, du kippst wieder um. Danke, Julia. Ich werde auch auf mich aufpassen. Gut. Willst du nicht langsam Feierabend machen? Hier passiert doch jetzt sowieso nichts mehr. Stimmt. Die sind alle am Grab von Philipp Grafenberg.
vermissen dich alle sehr, Philipp. Dein Lachen, dein Humor und deinen Familiensinn. Dein Rat wäre uns jetzt besonders wichtig. Du wüsstest bestimmt einen Weg, um die Familie wieder miteinander zu versöhnen. Er würde den Versager aus dem Chefsessel entfernen. Mutter. Was denn? Du sprichst vom Bruder deines Mannes. Der auf dem besten Weg ist, nicht nur die Firma zu ruinieren, sondern auch noch die Familie zu zerstören. Frederik ist auf dem besten Weg, Philipps Platz tatsächlich auszufüllen. Indem er mich aus der Firma drängt und Daniel den Chefposten streitig macht. Und Patricia daran hindert, an das Grab ihres Vaters zu kommen. Was soll das heißen? Wieso sollte Frederik Patricia hindern? Was glaubst du denn, warum deine Schwester noch nicht hier ist? Weil Frederik sie mit Arbeit zuschüttet. Frederik wird seine Gründe haben. Und Patricia? Ach, Patricia. Patricia muss ihren Kopf hinhalten für die Fehlentscheidungen und Irrtümer von Frederik und seiner kleinen Affäre. Bist du schon wieder mal bei deinem Lieblingsthema, Annabelle? Du wagst es hier aufzukreuzen. Philipp ist mein Bruder gewesen. Nicht der Mann einer Sekretärin. Er war ein hervorragender Geschäftsmann, der du niemals werden wirst. Hör auf, Mutter. Kannst du dich nicht mal am Grab deines Mannes zurückhalten, den du so geliebt hast? So ein kurzer Arbeitstag ist auch ganz schön anstrengend. Mama, du bist wieder da. Ja, vor allem, wenn man in der Früh schon Leute vergrault hat. Sie ist weg. Der Koffer fehlt auch. Das ist jetzt aber nicht meine Schuld. Das ist weder der richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt für so eine Auseinandersetzung. Das ist genau der richtige Ort. Warum glaubst du denn, hat dein Großvater diesen Versager in den Chefsessel gesetzt? Doch nur, weil er sich am Tod deines Vaters mitschuldig fühlt. Du kannst es nicht lassen, Annabelle. Nicht solange du Philipps Kindern ihr rechtmäßiges Erbe entziehen willst. Es geht dir doch gar nicht um Daniel. Um Patricia. Oder die Familie. Oder die Firma. Es geht ja allein um die Macht. Ja, und die werden wir dir nicht überlassen. Dann musst du dich allerdings auch mit mir anlegen. Du wirst mich also nicht los, Schwager. Das werden wir mal sehen. Hört sofort damit auf. Was ist denn nur mit euch los? Ich dachte, wir sind hierher gekommen, um gemeinsam an den Vater zu denken. Als Familie. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch die Köpfe einzuschlagen. Wegen der Manufaktur. Bedeutet euch Vater so wenig? Jedenfalls bin ich froh, dass mich die Grafenbergs heute nicht brauchen. Die Besucher an Philipps Grab sind immer ziemlich heikel. Ja, die Stimmung ist sowieso sehr angespannt in letzter Zeit. Also so extrem habe ich es noch nie erlebt. Was ist denn da los? Meinst du, es ist vielleicht meinetwegen? Nein, ganz sicher nicht. Die schaffen das ganz gut allein, sich zu zerfleischen. Solange Annabelle Grafenberg da ist, sowieso. Hey Lilly, ist was passiert? Du wirkst so niedergeschlagen. Nein, nichts. Ich bin nur froh, dass wir so eine stinknormale Familie sind. Hast du Ärger mit Tim? Nein. Aber in letzter Zeit ist so viel schiefgegangen. Da ist was dran. Sag mal, Mama und du, ihr habt es doch auch geschafft. Als ihr wusstet, dass ihr nicht zusammen sein könnt, da habt ihr euch getrennt und gut. Ja, ganz so einfach war das auch nicht. Ja, aber ihr habt euch nicht ständig in den Haaren gehabt. Und ihr könnt heute normal miteinander reden. Aber Koyas Eltern? Plötzlich merken sie, dass sie sich jahrelang nur was vorgemacht haben. Koyas Eltern? Was ist denn mit denen? Er hat eine andere und Koyas Mutter versucht, sich zu trennen, schafft es aber nicht. Die arme Birgit. Ja. Nur gut, dass wir keine dunklen Geheimnisse haben. Dass das Lilly so mitgenommen hat. Aber sie hat schon recht. Auch wenn er mein Vater ist. Meine Mutter kann nicht wieder zu ihm zurückkehren. Ja, das bestimmt Lilly. Frau Härtl. Hallo. Mama, aber du wolltest doch,
Was, zu Papa zurückgehen? Hast du meinen Zettel nicht gelesen? Ich hatte was zu erledigen. Und der Koffer? Ach, meine Sachen waren die ganze Zeit hier. Ich musste nur was von zu Hause holen, bevor Papa kommt. Tada! Und das hier auch? Ja, warum nicht? Waren noch glückliche Zeiten. Ich denke gern daran zurück. Das kann ich gut verstehen. Und was ist das? Das sind ja mindestens ein paar tausend Euro. 10.000, um ganz genau zu sein. Und wo hast du die her? Mama, was hast du getan? Patrizia hat völlig recht. Eine Familie, die sich liebt und respektiert, das sind wir nicht. Schon lange nicht mehr. Ich möchte Frederik in der Manufaktur unterstützen. Wie meinst du das? Ich werde wieder in der Manufaktur arbeiten. Das ist nicht dein Ernst. Sie wollte schon so oft eine Therapie anfangen. Warum solltest du es diesmal machen? Ich glaube, dass sie die Wahrheit sagt. Sie hat schon so oft gelogen.